Moin und willkommen zurück zu Satisfactory. Und ich würde sagen, wir machen direkt weiter mit den KI-Begrenzern. Dazu brauchen wir die Kupferbleche, die werden dann demnächst gleich hoffentlich hier produziert. Und ich hoffe auch, dass die Kupferbahn, die wo wir hier uns abzwecken, dass die reichen. Aber ich denke, das schaut gut aus. Die Bänder sind voll, die Lager sind voll. Ich denke, das sollte reichen. Hoffentlich. Wenn nicht, dann müssen wir halt nochmal irgendwo Kupfer herholen. Da zum Beispiel wäre Kupfer, glaube ich. Nee, ist Eisen. Das sollte funktionieren gut. Die fünf Anlagen, mehr brauchen wir nicht. Das geht eigentlich. Und das wären 100 Kupferbahnen in der Minute. Das ist schon viel. Das ist schon viel. Ja, werden wir sehen. Mal gucken. Gut. Und ich hoffe, dass wir dann heute endlich fertig werden mit dem Projekt. Aber ich glaube nicht. Mal gucken, was die Highspeed-Anschlüsse noch brauchen. Und ich habe die Befürchtung, uns geht langsam aber sicher die Möglichkeit aus, Turbodraht zu produzieren. Noch geht's, noch geht's. So, Splitter. Wir fangen gleich wieder an mit Splittern. Genau, nice. Meine Freunde, die Splitter. Ich sehe gerade, mir gehen die Förderbänder aus, aber ist kein Problem dieses Mal. Perfekt. Ja, und weil wir uns die nämlich von der Hauptbase, der Drohne, herliefern lassen. Das ist echt geil. Dann braucht ihr noch alle Strom. Wir müssen irgendwie. Das ist seit Update 7 ein bisschen verpackt. Das Problem habe ich hier und da hinten habe ich das auch irgendwo. Jetzt muss ich mal gucken, wenn Strom drauf ist. Also ich glaube, dass das bloß so ausschaut, als wenn da nichts drauf wäre, weil hier ist zum Beispiel schon einer. Kupferbahn. Das ist anscheinend bloß ein optischer Anzeigefehler. Sehe ich jetzt gleich, wenn Strom drauf ist, müsste das eigentlich alles durchlaufen. Ja. Es wird halt irgendwie bloß, weiß ich nicht, jeder zweite Bahn oder so, kommt mir so vor, Kupferbahn, angezeigt. Ja, mal schauen. Das wird schon passen. Ich sehe gerade. So viel kommt da gar nicht mehr an. Müssen wir beobachten. Könnte echt sein, dass uns das ausgeht. Wann kommt denn der Zug? Der ist gerade weg. Okay, passt. Der ist quasi gerade weg. Und das Kupferlager ist hier immer noch voll. Das heißt, ich habe in der Hauptbase wahrscheinlich so gut wie gar keinen Abnehmer mehr dafür. Was eigentlich gar nicht sein kann. Hat doch falsch sein. Kann schon sein. So, gestern kam nochmal ein kleiner Hatch. Ich bin gespannt, ob jetzt. Also, die Fahrzeuge fahren wieder, oder? Also, immer noch, nach wie vor. Ja, sehr gut. Ob ich das Problem jetzt noch habe. Mit den Foundations. Mal gucken. Aber ich glaube, es scheint so, als wenn es behoben wäre. Ja. Ich kann es jetzt wieder überall hinsetzen. Sehr gut. Das schaut nicht gut aus. Da kommt arg wenig. Ich weiß nicht mal, ob das 100 sind. Müssten aber. Also sollte schon so sein. Also irgendwie kommt hier voll viel an. Und hier. Ach, jetzt ist das Band voll. Lol. Okay, ich habe nichts gesagt. Genau, dann gehen wir einfach darüber.
Ja, das muss ich hier auch nochmal ausmalen, das Loch da. Und hier waren die KI-Begrenzer, richtig? Ja, so. Zack. Und der Kubo-Draht kommt dann von hier. Ja, genau. So. Oh, nochmal Ethereum-Bahn abzwicken. Ja, es sollte noch gehen, denke ich mal. Hier ist noch alles vollgelaufen. Gut. Jetzt holen wir uns erstmal die Kupferbleche her. Genau, passt. So gut, die Katerium, der Katerium-Draht ist ja schnell gemacht. Halt, wo wollte ich jetzt rein? Hier. Nein. Hier. Wenn der Zug gleich mal wieder kommt. Ja, das dauert noch. Möchte ich gerne mal gucken, wie viel der tatsächlich an Kupferbahn mitnimmt. Weil wenn der überhaupt nichts mitnimmt, kann das auch nicht sein. Also dann stimmt irgendwas in der Base nicht, weil ich glaube, ich habe schon einen ziemlich hohen Kupferverbrauch. Deswegen habe ich das ja hier auch gemacht. Oder habe ich gar keinen Abnehmer? Doch, habe ich eigentlich schon. Ja, ich weiß es nicht. So. Wie viel brauchen wir? 200 Turbodraht. Das sind 4 Anlagen. 4 Anlagen. Naja, hilft nichts. Ob das so schlauer war, weiß ich nicht. Hier musste nichts mehr rein, oder? Nein. Ja, geht. Geht, passt. Komme ich das? Ja. Eins. So. Hier, das wären dann nochmal zusätzlich 48 Katerium-Bahnen, wo weggehen in der Minute. Mal gucken. Ja, bei mir ist immer alles so ein bisschen, also wirklich nur ein bisschen. Ach scheiße, das passt doch nicht. Warum? Ja, so ein bisschen chaotisch, aber nur ein bisschen. Und super durchdacht alles auf jeden Fall immer, lol. Genau, und wenn ihr dieses Chaos natürlich feiert, was ich hoffe, könnt ihr natürlich gerne ein Abo da lassen, wenn ihr wollt. Würde mich sehr freuen. So, jetzt passt das aber, oder? Vom Abstand. Oder von der Höhe. Ihr wisst, was ich meine. Gut. Dann brauche ich noch die ganzen Rezepte. Ach so, ich sollte vielleicht hier auch noch verwenden. Ja, hier schaut es gut aus. Ne, hier haben wir wieder das Problem. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Es ist nicht dramatisch, aber ich habe immer das Gefühl, ich habe irgendwas hart verkackt, was natürlich sein kann bei mir. Geht bei mir immer. Aber es ist anscheinend wirklich bloß ein Anzeigefehler. Ausnahmsweise bin mal nicht ich schuld. So. Rezepte hier auch. Genau. Wenn ich jetzt hier das Rezept einstelle, müsste das eigentlich durchlaufen. Genau. Keine Ahnung.
Oh, hier kommt noch alles gut an. Es ist alles voll nice. Mehr oder weniger. Das Band ist nicht ganz voll. Gut, ich habe aber auch einige Abnehmer davor. Hier, überall. Da, hier. Ich denke mal, das passt schon. Wo ist der Zug? Der kommt gleich. Vielleicht schaffe ich es noch. Oh, das ist eng. Schnell die Positionatoren davor hinzubauen. Ja, wie komme ich hin? Gut. Wir kommen vielleicht doch nicht hin. Ja. Da kommt er. Jetzt noch ganz schnell. Geht das so? Oh ne, es geht nicht. So, KI-Begrenzer sind jetzt gleich am Start. Jetzt. Das heißt, wir produzieren in naher Zukunft wieder ein bisschen mehr Coupons, weil hier der Überschuss gesteigert wird. Und allein geht das, die bringen nicht so viel. Ich müsste mal gucken, ob es eine Liste gibt. Wo jedes einzelne Teil aufgeschlüsselt ist, was die an Punkte bringen. Aber sie bringen bestimmt ein bisschen was. Also nicht so viel wie die Montageleitsysteme logischerweise, aber ein bisschen was. Gut. Wo ist das Kupfer? Hier ist Eisen, 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 hier ist Kupfer. Jetzt bin ich gespannt. Er hat nicht ein einziges Kupferbahn mitgenommen. Das ist nicht gut. Ich habe das ja nicht umsonst gebaut, oder? Eisen nimmt er mit. Gut, aber auch nur hier und da gar nicht. Wie viel Eisen nimmt er denn mit? Ja, schon ein bisschen was. Hier schaut es echt traurig aus. Mist. Naja. Beobachten. Gut. Kupfer. Kupfer sage ich. KI-Begrenzer sind fertig. Jetzt brauchen wir, ich glaube, Highspeed-Anschlüsse. Ja, da kommen sie schon. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Gut, es dauert jetzt ein bisschen, bis das Lager hier vollgelaufen ist und das Band, bis es dann zum Vernichten geht. Genau, Highspeed-Anschlüsse. 8,5 Stück. Die werden, glaube ich, hier gemacht, oder? Nein, wir werden die echt im Großen gemacht. Oh, oh. Ich habe keine Motoren mehr. Und Kunststoff. Oh, das ist auch nicht cool, weil da brauche ich auch Motoren. Okay, alles klar. Wir brauchen eine ganz kleine Motorenfabrik. Wir haben ja schon das erste Bauteil hier, richtig? Das Lager nicht voll? Ne, okay. Rotoren. Dann brauchen wir jetzt noch, glaube ich, Statoren, oder? Ich habe halt bloß das eine Rezept. Ja, Statoren. 10 Stück die Minute, okay. Stahlrohre schon wieder. Oh nein. Nein, noch mehr Stahlrohre. Okay, wir machen das jetzt so. 15 Stahlrohre. 16. Wir nehmen tatsächlich dieses Rezept hier. Oh, oh, oh. Hilft nichts. Hilft alles nichts.
Naja, die 16 Stahlrohre in der Minute werden mich jetzt nicht umbringen, hoffentlich. Obwohl, ich habe eh schon so wenig. Ja, es kann ich nichts machen. Ah, das ist aber gut, weil ich kann das gleich von hier nehmen. Bitte. So, dann nehme ich mir aber... Halt, das war jetzt halt... Ne, passt schon. Von hier... Nochmal sicherheitshalber 2 Stacks mit. Weil die werden jetzt dann verballert. Dann brauche ich Turbodraht. Wie viel? 60. Das ist die Frage. Ich nehme es mir einfach von hier. Habe ich nicht so einen weiten Weg. Das Band ist eh voll. Das schaut gut aus. Hier. Ja, das schaut gut aus, wenn wir das hier machen. Perfekt. Okay, das wird wahrscheinlich nicht gehen, weil das so groß ist. Ah, das schaut scheiße aus. Ah, das schaut auch scheiße aus. Okay, dann geht's doch nicht hier. Ich mach den lieber mal weg, bevor der wieder rumbackt. Mach mal's hier. So. Langsam wird es hier ganz schön voll mit Bändern. Hier geht's jetzt noch, obwohl... auch schon vieles. Es kommen halt fast keine Stahlträger mehr an. Das ist so bitter. Ja, was soll's. Es wird auf jeden Fall irgendwann mal, also nicht in diesem Zustand, aber irgendwann mal wird es besser gemacht. Ich weiß, ich sag's jedes Mal. Das ist gerade gut. Und dann kann ich doch hier schön... Das ist jetzt genau auf die Höhe. Trotz. Aber es geht, glaube ich. Es geht. Ja. So. Ich sollte vielleicht... Produktion, Constructor hier irgendwo jetzt schnell noch... Boah, wird alles so eng hier. Die Fabrik hinbauen. Die Fabrik ist ein Gebäude. Bekommt ihr Turbo-Rezept und Strom. Nice. Wo muss ich jetzt hin? Da rein. Jetzt will mir Eisenplatten. Die sind hier. Eigentlich könnte ich das alles auch dann mal irgendwie schnellern lassen. Naja, mal schauen. Vielleicht gehe ich von der Seite jetzt mal lang. Oh, das ist eng, aber das geht noch. Und dann gehen wir hier durch. Das ist schon alles wieder hier... on point geplant. Nice. Und da gehen wir raus, genau. Warum kommt da kein... Ich sehe gerade, da kommt kein... Jetzt an. Dann spinnt der Splitter doch.
Was da los? Ach, ich hatte einen intelligenten Splitter, kann das sein? Noch einen normalen, und zwar glaube ich. Halt, Moment. Schwebelocksack. Ich glaube, damit sollte es einfacher gehen. Das war nix. So. Jetzt, genau. Ist das Band schon wieder komplett leer? Ach, weil wahrscheinlich die ganze Zeit nichts durchging, oder? Doch. Oder ist wieder in 10 Sekunden hier. Krass. Aber gut, es kommt schnell nach. Das wird schon passen. So. Jetzt kommt hier natürlich weniger erstmal, bis das hier voll ist, aber das passt. Das passt. So, es müsste dann auch Fahrt kommen. Da hinten kommt das schon, genau. Du brauchst noch Strom. Und noch mehr Foundations. Da kommt hier ein Fabrikator her. Hier bitte Motor. Gut. Ach so, kein Strom. Lol. Ich dachte schon, ich habe wieder irgendwas verkackt. Passt. So, und hier machen wir das genauso wie mit dem KI-Begrenzern, würde ich sagen. Wir lagern das ein. Geil wäre es natürlich noch, wenn es so Mini-Lager gibt, so mit 2 Slots, das würde komplett reichen. Oder dass ich vielleicht sagen könnte, ich möchte hier die oberen beiden Reihen sperren. Bis das jetzt natürlich vollgelaufen ist und es anfängt zum Schreddern, da geht halt übelst die Zeit. Intelligenter Splitter, das könnte halt alles eng werden. Wo habe ich denn noch Platz für versteckte Eisenplatten? Wo waren sie? Wo waren sie? Wo waren sie? Hier. Ja, das passt hier hin. Gut. Perfekt. Und ich habe es, glaube ich, schon mal gesagt, wichtig ist natürlich, kann man leicht verkacken. Den Splitter zum Schreddern natürlich vor den vor das Lager und nicht danach, weil sonst wird das ganze Lager leer getutzelt. Sonst müssten die ersten Motoren kommen. Genau. 7 Stück. Das kommt weg. Das reicht auf jeden Fall schon mal. Du brauchst auch noch Strom. Für den hier, genau. Mal gucken kurz, was ich für die Highspeed-Anschlüsse brauche. An, wo ist Platz hier? Okay, ich habe 2, das ist schon mal gut. Boah, wieder so viel Turbodraht. Kabel, kein Problem. Platinen, aber das sind nicht viele, das würde gehen. Das heißt, ich bräuchte davon 2 Anlagen, glaube ich, oder sogar 2 und eine Schnecke. Mal schauen. Da ist Quarzsand. Hinten. Okay.
Das heißt, ich müsste Quarzsand holen auch noch. Das ist ganz hinten. Das ist schlecht. Dann werde ich wahrscheinlich dieses Rezept machen. Genau. Das sollte hier Platz haben. Jetzt geht meine Beton aus. So, hier schaut's gut aus. Jetzt fehlen ja theoretisch nur noch. Ach so, und Kunststoff fehlt auch noch. Okay. Ah, die Highspeed. KI-Begrenzer sind schon vollgelaufen. Krass. Aber das Band noch nicht ganz. Das heißt, gleich bekommen wir die ersten Punkte dadurch. Das ist geil. So, schnell Beton holen. Was ist denn das hier für ein Unfall? Ja, was soll's. Denke mal, auch wenn es immer weniger wird, das sollte aber reichen. Hier mache ich das auch noch voll. Gut. Wo haben wir Kupfer? Wir haben ja hier irgendwo auch Kupfer. Brauche ich für die Kabel, weil nochmal Kupfer, beziehungsweise wenn eh in der Hauptbase nichts, so gut wie nichts verbraucht wird, dann kann ich das Kupfer auch von hier nehmen. Andererseits ist es wieder so, wenn ich dann in der Hauptbase bin und ich sehe, scheiße, da backt irgendwas rum oder spinnt rum und ich behebe das Problem und ich habe dann auf einmal wieder den Kupferabnehmer, dann könnte es eng werden, weil ich habe das nicht umsonst gebaut, glaube ich. Glaube ich zumindest. So. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich hier Kupfer für eine Wüste extra in die Hauptbase liefere und da gibt es keinen Abnehmer. Ja, das kann schon sein. Aber ich muss mir ja dabei was gedacht haben, theoretisch. Was ist eigentlich das hier? Ach so. Das fusioniere ich auch gleich mal. Hier kommt dann das Montageleitsystem raus. Und das geht dann in den Redder rein. Das könnte ich dann theoretisch eigentlich gleich hier mit drauf machen. Hier. Mache ich auch gleich, sonst vergesse ich es und die ganze Arbeit umsonst. So. Da geht's raus und da. Hä? Was ist denn das Spiel für einen Mist gemacht? Splitter, warum denn ein Splitter? Und ich sehe gerade. Intelligenter Splitter, ich bin so dumm. Nach links geht der Überschuss, ja, warum? Natürlich intelligenter Splitter, was denn sonst? Die Splitter irgendwie zur Zeit. Weil es laufen nämlich die KI-Begrenzer da hinten über und das ist genau das, was ich nicht will. Mache ich schnell das hier fertig. Ja, mit den Fusionatoren und Splittern, da gibt es momentan echt Probleme.
Weil das dürfte jetzt auf gar keinen Fall sein. Ich mache jetzt hier mal da noch Überschuss. Nee. Dann baue ich den vielleicht nochmal neu. Das ist sehr ärgerlich. Das könnte natürlich jetzt sein, dass in der Hauptbase da irgendwelche Probleme auch sind mit diesen Splittern. Und ich deswegen so wenig Kupfer brauche. Ich weiß es nicht. Ich müsste mir das mal anschauen. Aber wo fange ich da an? Das ist die Frage. Jetzt ist das Band hier wenigstens wieder vollgelaufen. Und hier auch. Da nicht, aber jetzt. Genau. Jetzt wird das vernichtet. Gut. Mann, oh Mann, oh Mann. So, KI-Begrenzer. KI-Speed-Anschlüsse. Was habe ich gesagt? Wie viel brauche ich? Achteinhalb. Acht ungefähr. Ja, mache ich zwei Anlagen, das sollte reichen. Genau, zwei Anlagen, das heißt 420 Turbodraht. Jetzt hole ich erstmal schnell Batterien. Batterien. Wie komme ich jetzt auf Batterien? Motoren. Genau. Jetzt habe ich übrigens auch das Problem gelöst, dann theoretisch, dass ich, wenn hier zu wenig Gummi kommt, dass ich weiter anbauen kann. Aber das Lager läuft voll, das passt schon. Aber ich muss das ja eh noch machen mit Kunststoff, brauchen wir ja auch. Servus. Gut. Highspeed-Anschluss. Das sind halt jetzt nicht ganz 8. Jetzt halt muss ich nochmal schauen. Hier kommen 2,8 Computer raus. Und wie viel werden denn eigentlich gebraucht? Ey, das ist ja viel zu wenig. 1. Ach so. Okay, das passt dann schon. Aber dann sollte ich vielleicht hier tatsächlich nicht sparen mit Highspeed-Anschluss. Dann haue ich da noch eine Schnecke rein irgendwo. Oder wenn ich 3 rein mache, bin ich bei 9. Aber ich glaube, ich mache das so, ja. Aber nicht bei dem, sondern bei dem da drüben. Und dann tue ich hier den Überschuss auch wieder vernichten. Dann habe ich immer ein bisschen Überschuss und es geht weg, das ist gut. Mache ich das auch, dann verbinde ich das gleich. Intelligenter Splitter. Da muss ich unbedingt aufpassen, ob das funktioniert oder nicht. Machen wir es so. Erstmal. Positionieren wir alles auf dieses Band. Gehen jetzt aus Eisenstangen, nicht kotz im Strahl. Rechts Überschuss. Gott sei Dank produzieren wir hier schon fast alles. Nee, hier. Ja, ich glaube, sowas zum Vernichten lohnt sich jetzt wahrscheinlich eher weniger. Es gibt wahrscheinlich so gut wie gar keine Punkte. Also gibt schon welche, da macht es halt die Masse aus, aber
Gut. Zack. Das schaut irgendwie scheiße aus. Es ist auch... Oh Gott, das will... Perfekt. So. Das heißt, wir fangen an mit Turbodraht 525. Ja. Wie oft ich jetzt halt hier schon, wenn ich das jetzt hier wieder so mache. Beziehungsweise, ja, dann habe ich einen besseren Überblick. Ich mache das auch wieder so. Hätten wir jetzt von der Strecke, würde ich es fast gar nichts mehr nehmen. Das Katerium von da hinten einfach holen. Ja, es ist doch ein bisschen weiter da hinten. Beziehungsweise nein. Wir machen das so. Oder Moment, jetzt muss ich nachdenken. Nicht meine Stärke, aber ich muss es trotzdem mal tun, aus Versehen, ausnahmsweise. Ich könnte es mir auch von hier nehmen, hier die Turbodrahtfabrik machen und gleich rein. Ja. Dann sehe ich halt nicht mehr, dann muss ich mal hier beobachten, ob das hier alles reicht, was da ankommt. Okay. 525 habe ich gesagt, ich muss erstmal ein bisschen ausmalen. Ja, das sind jetzt ein paar. 525. Naja. Wenn wir das schön sauber gleich hier so hinmachen. Geht das von vorne mit dem Abstand? Ja. Echt, Moment, ich muss jetzt erstmal gucken. Erstmal gucken. So. Splitter und dann. Oh Gott, oh Gott. Ja, ein bisschen mehr Abstand wäre schon gut gewesen, aber es geht. Passt. So. 180. 140. 300. 360.360. 420. Ja, gut, 420. Passt. Ich meine, das schaut jetzt hier alles gut aus noch, aber... Ne, eigentlich schaut das echt gut aus. Passt. Ne, es passt schon. Es passt schon. Gut. Dann funktioniert ich den ganzen Spaß noch. Oder beziehungsweise ich splitte es. Strom. Komm her, mittig. Passt. Ich brauche noch einen Strommasten. Beziehungsweise. Nehmen wir einfach den, was soll's. Jetzt haben alle. So, noch über Rezepte einstellen und dann schauen wir mal. Gut, ich habe noch keinen Verbraucher für den Draht dann wirklich. Ups.
Ja, aber da guckt man, wie das da angerauscht kommt. Das ist gut, das passt. Ja, irgendwann ist aber trotzdem dann die Grenze erreicht. Aber es fließt schon wieder alles voll. Und das alles aus dieser kleinen Fabrik da hinten, eigentlich ist schon heftig. Könnt ihr mal kurz hintergucken, wie es eigentlich bei den internen Lagern von den Schmelzern ausschaut. Die dürften aber so langsam aber sich echt leer gelaufen sein. Obwohl, wenn ich mal hier gucke, hier ist noch voll. Ja, ja, passt. Schaut sehr, sehr gut aus. Dann schauen wir uns mal kurz die Komforts an. 5 waren es das letzte Mal. Ich glaube, das ist auch mal so eine Sache, wie viel Punkte es dann bis zum nächsten ist. 4. Naja, gut. Es ist wieder einer weniger geworden. Scheiße. 250. Wir könnten uns eigentlich... Wo ist der Shop? Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Ja. Könnten wir den hier mal kaufen? Jetzt habe ich genau jetzt ein Autosave. Das Problem ist jetzt, ich will das ja nicht hier aufstellen, sondern in der Hauptbase. Jetzt muss ich den die ganze Zeit mit mir rumführen, weil ich den einmal gekauft habe. War jetzt nicht so intelligent, aber egal. Ich stelle den jetzt einfach mal. Und ich darf auf keinen Fall, wenn ich zurückgehe, vergessen, weil dann muss ich nochmal herlaufen oder ich kaufe wieder nochmal. So, wie geht denn das? Ja, wäre schön gewesen, wenn er ein bisschen größer wäre. Wo ist er denn hin? Hier. Kann man die gut platzieren? Ah, jetzt ist der größer. Wenn man den so hinstellt, ja, nice. Leute, würde ich sagen, perfekter Abschluss erstmal. Und dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.